Sie haben gerade schon den Nachschub bei den Russen angesprochen. Lassen Sie uns ganz kurz auf eine Meldung blicken, die uns erreicht hat in diesen Tagen. Offenbar rekrutiert Moskau jetzt auch Frauen für die Armee. In welchen Positionen werden die eingesetzt? Also im Augenblick ist es ja so, dass in Russland, wie damals in Deutschland, Sie sehen mich lächeln, weil in dem Punkt ist Russland weit hinter uns hinterher. Wir haben seit vielen Jahren Frauen in der Bundeswehr in allen Funktionen, außer in Panzerbesatzungen. Und die Russen haben derzeit Frauen eingesetzt im Bereich der Elektronik und im Bereich der Sanität. Und das wird sich jetzt ändern. Die Russen machen auf und setzen Frauen ein auf allen Positionen. Ich würde auch meinen, mit Ausnahme der Panzertruppe, weil da einfach die physische Kraft der Frauen nicht ausreicht. Ich habe mit unseren Frauen in der Bundeswehr hervorragende Erfahrungen gemacht. Ganz großartige Soldatinnen, die genau wissen, worum es geht, die einen hervorragenden Einsatz geleistet haben. Und ich gehe davon aus, die Russen werden die gleichen Erfahrungen machen. Und was viel wichtiger ist, man redet ja immer von der Personalknappheit der Russen. Hier können mal eben auf einen Schlag mindestens 400.000 Soldatinnen ausgebildet und nachgeführt werden. Deswegen, ich kann wieder nur zur Vorsicht raten, wenn man sagt, die Russen würden knapp werden an Personal, knapp werden an Munition. Das ist sicherlich der Fall. Aber ich sage, behutsam mit solchen Zahlen vorgehen. Roland Carter, herzlichen Dank für die Einschätzung. Gerne.